Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge haben wir ja diese gigantische Riesenspinne gesteuert von, wie heißt die Firma nochmal? Tindies, irgendwas mit Tidies, Tidies, keine Ahnung. Ja, wir haben die Spinne gesteuert, die ganzen Prototypen zerstört und ja, jetzt hängen wir natürlich wieder ein bisschen ab. Mal gucken, welche Operationen wir noch hier verfügbar haben. DeadSec App. Alle Macht im Volke ist, haben wir noch. Blumen erledigen ist immer noch eine Sache, die wir machen müssen. Wie gemalt. Dafür brauche ich, glaube ich, so ein wie heißt das, so ein Aufzug-Dings da, Boomstar. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt, um die ganzen Wände da hochzukommen. Diese ganz komischen Gabelstapler für Personen. Ich weiß es gerade nicht. Oh. Ups. Nicht die Waffe zücken. Wir wollen ja hier keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. So, jetzt haben wir noch SK-Challenge. EK-Challenge. Aber die möchte ich nicht machen. Ich möchte nichts mit auf Zeit machen. Ich denke immer, das hat irgendwas mit auf Zeit zu tun. So, ja, dann bleibt uns noch hier. Mission ist noch nicht verfügbar. Okay. Dann müssen wir erstmal alle Macht im Volke machen. Mission verfolgen. Machen wir das nochmal. Mission wird verfolgt und wir begeben uns mal ins Hackerspace. Auf der anderen Seite. Oh ne, Quatsch. Der ist schon direkt hier. Schnellreise. Jawohl. Und ich hoffe jetzt, dass bei der heutigen Aufnahmesession das natürlich selbstverständlich Watch Dogs 2 nicht abstürzt. Das hoffe ich doch sehr. Denn ich möchte eine ruhige Aufnahmesession haben, ohne irgendwelche Abstürze. So. Aber bevor ich jetzt mit Citara rede, reden wir erstmal mit den allen Leuten hier. Verstehst du dich jetzt besser mit Ray? Oh ja, Mann! Wusstest du, dass der Typ aus der Dampfwalze ein Motorrad gebaut hat? Überrascht mich nicht. Er sagt, er will versuchen, meine Maske abzudaten. Aber ich mag sie so, wie sie ist. Vielleicht kann er mir ja einen Kettensägenarm bauen oder so. Wenn du einen Kettensägenarm kriegst, will ich das auch. Ist nur fair. Ich werde es ihm sagen. Ich mag seine Maske wirklich. Ich frage mich, ob man sie wirklich kaufen kann. Aber wir haben noch mehr Gesprächsstoff offenbar. Offenbar herrscht noch mehr Gesprächsstoff. Mann, welche Satelliten wir wohl noch hacken können? Schwebt dir was Bestimmtes vor? Jemand hat doch bestimmt eine Todesstrahlenwaffenplattform im Orbit, oder? Träum weiter, Ranch. Okay. Dann ist jetzt der nächste dran. Und zwar der schüchterne Josh, der mittlerweile sehr im Auftauen ist. Marcus, sag mir, dass du Notizen zu den Robotern bei Tidus gemacht hast. Sorry, Tidus. Hatte keine Zeit. Aber gesehen hast du sie. Was haben die für Teile benutzt? Vielleicht finden wir es raus, wenn wir alle Komponenten auflisten. Josh, nicht alle haben so ein Gedächtnis wie du. Das kann ich nicht. Sorry, Mann. Oh, klar. Ja. Hey, rede doch mal mit Wrench. Er hat ihre Technikhandbücher durchsucht. Die streng geheimen Sachen sind da nicht drin, aber... Aber vielleicht manche der frühen Prototypen. Du hast recht. Danke. Tidus, so hieß die komische Firma. Wieso sollte man Wochen in einem Schiffscontainer riskieren? Tja, scheiße, Josh. Ist nicht so, als hätten die da drüben jede Menge Möglichkeiten. Aber wenn sie herkommen, gehören sie dann nicht praktisch den organisierten Gangs? Ja, echt übel. Aber für manche klingt das wohl immer noch besser als die Alternative. Und wenn sie den Gangs nützlich sind, können sie hier bestimmt ziemlich gut leben. So, alles abgesprochen. Jetzt bist du dran. Ray, wusstest du, dass wir so viele Daten von Galileo bekommen? Ehrlich gesagt... Das war Glück. Ich wollte was Ekliges über Blum finden. Und jetzt haben wir auch deren Freunde. Ja, und ich denke mal, dass die sich alle gegenseitig beklauen. Habt ihr gut gemacht? Oh ja, nur wir. Du hast gar nicht geholfen. Und? Wie fandst du die Pseudobots von Tidus? Die waren cool. Irgendwie wie im Film. Ah. Okay. Ich meine, das Zeug, das du machst, ist auch cool, Ray. Du baust Busse, die Autos in die Luft schießen. So einer teilt es nicht. Das Spinnendrohnen-Teil. Was kann das? Die Basics. Schießen, herumhüpfen, Wände hochklettern. Es kann Wände hochklettern? Wie verdammt? Weißt du was? Ich wette, Wände hochklettern kostet viel zu viel Akku. Scheint ein Riesenfehler im Design zu sein. Im Übrigen, dein Zeugs ist Kunst, Mann. Das stimmt. Die haben alle so eine Einheitsästhetik, die wirklich total ausgelutscht ist. Scheiße, Mann.
Scheiße, Mann. Es gibt noch mehr zu sprechen. Mann, wollte dir jene chinesische Oma ans Leder? Nicht, dass ich wüsste. Mir schon, damals in Brooklyn, als ich ihn, sagen wir, die Wantan-Suppe versalzen hatte. Die Tongs? Diese kleine alte Dame war fest entschlossen, mir die Sache heimzuzahlen. Sie schwelgte in Schlachterbeil. Die hatte Füße so klein wie Türstopper. Und doch hat sie mich 3 Blocks weit verfolgt. Musste danach schnell aus der Stadt verschwinden. Hab mir nie viel aus New York gemacht. Also war es nicht so schlimm. Ah. Aber erwähnt aber auch Aiden Pierce, erwähnt er gar nicht. Obwohl die beiden zusammengearbeitet haben. Hm. Okay, Cetera, was hast du für uns? Jeder bei DedSec wühlt sich durch den abgefangenen Galilei-Datenmüll. War was dabei? Massenhaft scheiß viel Gutes. Ich habe uns schon eine Spitzengelegenheit herausgesucht. Also, die Wiederwahlkampagne des Abgeordneten Thrust kriegt logistische Hilfe von Invite. Das ist seltsam. Und illegal. Genau, wieso spenden die ihm kein Geld? Invite hat über Jahre gesammelte Daten. Ich meine, der Shit ist viel mehr wert als Geld. Aber warum helfen ihnen Deppen wie Thrust? Ohne fremde Hilfe findet er seinen eigenen Hintern nicht. Tja, greifen wir ihn an, machen Radau. Mal sehen, was er macht. Ja, soll er mal reagieren. Treiben wir ihn raus. Geben wir das bekannt. Marcus, glaubst du, du kannst ihm eins reinwürgen? Oh ja, ich weiß schon was für ihn. Ich verziere die Mordsreklamewand mit seiner dummen Visage drauf. Eine deutliche Botschaft. Und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder. Und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren. Und ich demoliere auch gleich seine Website. Und ich mache auf seine Online-Werbung Platz. Ich gehe mir noch ein Bier holen. Natürlich. Das Bier ist das Wichtigste, ne? Freiheiten sind nur in einer starken Demokratie sicher. Aber Interessen von Konzernen beeinflussen Wahlen. Eure Wahlen. Euer soziales Lieblingsnetzwerk, Invite, weiß alles über euch. Und sie manipulieren eure Feeds, um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren. Sie täuschen euch, damit ihr diese Marionette wählt. Den Abgeordneten Matras. Invite besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle, das es je gab. Verteidigt Demokratie. Helft uns, Invite zu vernichten. Leiht uns Prozessorleistung, indem ihr unsere App herunterladet. Und gemeinsam stellen wir Thrust bloß. Helft uns. Wir sind DedSec. Das war's schon? Normalerweise kommt doch erst die Aktion und dann kommt doch, wie heißt das hier? Das Video. Warte mal, wohin muss ich denn? Erstmal gucken. Ach, dort. Können wir eine Schnellreise machen? Hervorragend. Ich liebe Schnellreisen. Oh, da ist jemand mit viel Geld. Danke. Oh. So, wen könnte ich hier noch abzocken? Danke. Scheiß Kerl. Warte mal, ich kann jemanden zu... Ich habe gerade irgendjemand als Verräter abgestumpft. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das überhaupt funktioniert. Oh. Hm.
Mal gucken, wie ich da oben hochkomme. Was ist passiert? Bitte! Hilfe! Polizei! Er schießt! Er schießt, oh mein Gott, er schießt! Ich glaube nicht, dass Dushan zu seiner Tidus-Tour erscheint. So ein Pech, sie haben so viel in die Präsentation investiert. Und wieder zerbricht eine von Blooms Silicon Valley-Romanzen. Oh, mir kommen ja gleich die Tränen. Im Ernst, wir haben eine 10-Jahres-Investition geschrottet und damit wohl auch Blooms große Chance, die Vollzugsbehörden noch enger an CTOS zu ketten mit dieser... Was zur Hölle das auch werden sollte. Eine Riesenspinnen-Roboter-Panzerpolizei. Die Ehe hätte bestimmt eh nicht gehalten. Absolut nicht, ganz sicher. Wie komme ich jetzt aufs Dach? Sind robotergesteuerte Armeen bald Wirklichkeit? Die Hackergruppe DedSec gab heute eine beunruhigende Warnmeldung bekannt. Sie zeigte Material aus einer geheimen Einrichtung über Technologien, die für die Bekämpfung von Randalierern vorbereitet werden. Die Hacker legten Informationen offen, dass die Militärtechnologiefirma Tidus mit Hilfe von Steuergeldern militarisierte Hightech-Roboter auch für die zivile Sicherheitsüberwachung im Inland entwickelt hat. Bisher gab es keinen Kommentar von Tidus. Na, wen wundert mich? Warum wundert mich das gar nicht? So, wie komme ich jetzt da oben hoch? Aha. Ah, ich kann den Kran steuern. Das ist ja mal cool. So, dann machen wir das doch mal. Wir benutzen einfach mal den Kran. Du musst verrückt sein, dich mit uns anzulegen. Nee, Quatsch. Kann ich... Ah, das kann ich auch machen. Das ist hervorragend. Weit reicht das denn? Übers... Ah, perfekt. Senken. Nee, runter. Erledigt. Dum, dum, dum. Und nach oben. Hey, Hände hoch! Auf dich! Juhu. Ja, komm schon. Und der sitzt da immer noch. Alter Falter. Bist du da? Ich schaue direkt zum riesigen Abgeordneten Thrust auf der Reklamewand. Mach dein Ding, Mann. Los geht's. Yes. So. Moment. Ah, ich kann den Dings benutzen, den Hopper. Den Hopper. Und entsperren. Sesam, öffne dich. Mitnehmen. Lass mich rein. Danke sehr. Es wird Zeit, dir ein schönes Gesicht zu verpassen. So. Ein schönes Kunstwerk. Zack.
Jetzt weiß er, dass wir hinter ihm her sind. Wunderbar. Ein ganzes Team DedSec-Mitglieder arbeitet an Thross' anderen Anzeigen. Klasse. Inzwischen habe ich ein Paket für den Invite-Server geschnürt. Triff mich draußen vor Invite und ich erklär's dir. Klar, bis später. Ja, wir gehen uns mal außer Reichweite. Ja, ich finde das mit dem Kran cool und ich wüsste sonst gar nicht, wie ich da oben hochgekommen wäre. Alter. So. Aha. Wir können erstmal Mr. T's Wagen. So. Und wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Und zwar dorthin. Ist eigentlich gar nicht so weit. Können wir eigentlich mit dem Auto hinfahren? Aus dem Weg. Boah. Diese Autos sind echt schwer zu steuern. Ich muss wahrscheinlich jetzt die normalen Straßen nehmen über die Autobahnen. Boah, Stadtautobahn nützt mir das nicht sehr viel. Entschuldigung fürs Weißband. Notruf. Worum handelt es sich? Wow. Sorry, aber ich bezahl's nicht. Ich würde gerne wissen, ob hier das auch das Full House Haus irgendwo steht. Aus der TV-Serie. Das wäre cool, wenn die es auch mit implementiert hätten. Das wäre geil. Also eingefügt hätten. Das bekannte Full House Haus. Ich bin da. Und jetzt? Okay. Die Anzeigetafel war super. Wir wollten eine Reaktion, wir haben eine Reaktion. Ja? Wir haben eine Mail von Thross an seine Leute erwischt. Er ist mächtig angepisst. Er fordert ein Gesetz gegen Gruppen, die über die Möglichkeit verfügen, geschützte Anweisungen und Handlungen offenzulegen. Das sind wir. Klingt nach etwas, das Invite unterstützen würde. Das ist ein Grund dafür, dass sie Thross helfen. Mhm. Du musst dich ins Büro der Geschäftsführerin hacken. Oh, Mary Catskill. Und? Hier ist ein Expert, der eine Backdoor zu ihren Servern öffnet. Noch ein USB? Mit denen könnte ich einen Laden aufmachen. Den solltest du nicht verkaufen. Gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon vorbei. Weil ich möchte nicht hier nichts riskieren, dass mir auf einmal irgendwas abstürzt. Also, als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht ganz so gut. Ging echt voll daneben. Ja. Nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. So, bleibt mir gewogen und bis morgen. Das sollte alles Vergangenheit sein. Das haben wir überlebt.